vielleicht sollte ich auch mit einer App meinen Puls messen und meine Schritte zählen. Ich meine, wenn ich mir jeden Tag mega Mühe gebe, lebe ich vielleicht noch 2 Jahre länger. Wobei, dann bin ich 90, sehe nicht mehr gut, höre nicht mehr gut, habe Rheuma, meine Freunde sind alle tot. Dann komme ich noch 2 Jahre dazu. Ja, super Idee. Meine Freude wird grenzenlos sein. Unsere Krankenkassenprämie steigt garantiert noch länger, bis in der Politik endlich Reformen durchkommen. Darum, ich habe dir 3 Tipps, wie du in der Zwischenzeit deine und unsere Gesundheitskosten kannst senken. Ich weiss, viele von uns zahlen hohe Krankenkassenprämien. Wenn wir dann mal etwas haben, dann wollen wir die bestmögliche Versorgung. Will ich auch. Ich sage in diesem Video nicht, dass wir alle eigenverantwortlich schauen sollten, damit wir in unserem Gesundheitssystem Kosten in den Griff bekommen. Nein, wir müssen das System verändern. Und es ist echt schwierig, über so Gesundheitsfragen zu reden. Wenn man sich selber behandeln lässt, wer man noch zu welchem Zeitpunkt selber behandeln und wer nicht, sind riesige ethische Fragen. Darum redet in der Öffentlichkeit ja niemand wirklich darüber. Man kann sich die Finger daran verbrennen, es kostet einem Sympathien und Wahlstimmen aus dem Volk, aber dass man nicht darüber redet, ist ein Problem. Darum, ich werde heute darüber reden. Die ultimativ ethische Frage, die sparen wir uns für den Schluss des Videos auf. Also, fangen wir an. Wie kannst du deine Gesundheitskosten senken? Erstens, im richtigen Moment eine Frage stellen. Ich weiss, mit einem Doktor ist man selten wirklich auf Augenhöhe. Aber nur weil jemand so einen weissen Kittel hat, heisst das nicht, dass du keine Fragen stellen darfst. Wenn dir deine Ärztin in der Praxis ein Medikament mitgeben will, wenn du mit einem Rezept beim Apotheker ein Medikament abholen musst, frage immer noch, gibt es das Medikament dann noch in einer günstigeren Variante? Die Erfahrung von Fachleuten zeigt, sie geben uns als erstes meistens das teure Originalmedikament, obwohl der Patentschutz schon lange abgelaufen ist und es ein Generika gibt, wo die 20-70% weniger kostet. Darum Fragen stellen. Sind Sie wirklich ein Arzt? Jo, ich bin ein Arzt. Ich bin mit meinem Körper jetzt doch schon ein paar Jahre unterwegs, aber ich habe keine Ahnung, wie das Teil funktioniert. Wenn ich merke, es ist irgendetwas anderes als sonst, dann gehe ich googlen. Ich bin mega schlapp, habe Kopfweh, so ein Stechen in der Brust. Laut Google, ich habe noch 2 Wochen zu leben. Vermutlich ist es einfach eine Verkältung. Aber ja, es ist sicher eine spezielle. Mega viele von uns säckeln dann in Notfall. Sie sagen einem dort, sie haben nichts. Und man ist auch froh, weil es hätte ja etwas mega Schlimmes können sein, zum Beispiel das von Google. Du kannst nachher allen Freunden erzählen, dass du das überlebt hast. Sofort in Notfall oder zum Doktor gehen, das ist die teuerste Möglichkeit, um herauszufinden, dass du nichts hast. Du kannst zum Beispiel auch einer Fachperson anrufen, Telemedizin. Der eine hat mir mal gesagt, hören Sie, Herr Elsner, ob Sie wirklich in Notfall müssen. Das spüren Sie im Fall extrem. Die Krux ist, Sie sind nie einfach ein gesunder Patient. Sie sind nur ein Patient, den wir noch zu wenig untersucht haben. Heisst, bist du mal in einer Praxis drin? Irgendein Medi bekommst du sicher. Auch nur schon, weil mega viele Leute damit enttäuscht sind, wenn sie von ihrer Ärztin kein Medi mit auf den Weg bekommen. Ist in Ordnung, ja. Ich gebe ihnen noch ein Cremli mit. Mein Hauptproblem beim Arztbesuch ist, ich hole mir meine Infektionen immer im Badezimmer. Ja, beim Durchblättern von so einer fettigen Schweizer Illustrierten. Der Federer schon wieder geheiratet. Ah, die ist aus dem 09. Okay. Und jetzt noch die ethische Frage. Am meisten Einsparpotenzial habe ich im Alter. Ich weiss, da redet niemand gerne drüber. Ja, es gibt heute ganz viele Leute, die werden früher schon längstens über den Jordan gesegelt. Aber heute, mit all diesen Pillen und Therapien, radeln die noch ewig am Jordan entlang. Aber irgendwann lässt gesundheitlich halt nach. Laut Fachleuten werde ich die höchsten Kosten verursachen in den letzten 1 bis 2 Jahren vor meinem Tod. Wenn Sie herausfinden wollen, wenn das Sie sterben, schauen Sie Ihre Gesundheitskosten an. Sind Sie stark gestiegen? Dann würde ich aufpassen. Die grosse Frage ist, wenn ich alt bin, wie viel 100'000 Franken soll man investieren, damit man mein Leben um 3, um 6 Monate verlängern kann? Und welche Eingriffe sind im Alter wirklich sinnvoll? Bei einer Tante von mir stellt man fest, sie hat ein grösstes Risiko für einen plötzlichen Herztod. Man implantiert ihr darum einen Defibrillator. Hammer! Es kann ihr herzmässig nicht mehr viel passieren. Ich frage meine Tante später mal, du, wie würdest du eigentlich gerne sterben? Sie sagt, also am liebsten würde ich einfach mal nicht mehr aufwachen. Ja, dann hättest du aber vielleicht keinen Defibrillator sollen implantieren. Das 3 Anregungen, wie die Gesundheitskosten kannst senken. Fragen stellen, wirklich sofort zum Arzt gehen und was soll man im Alter noch behandeln? Wenn du deine Gesundheitskosten extrem senken willst, dann braucht es jetzt noch einen Mami-Satz. Kümmern Sie sich um sich und Ihren Körper. Prävention ist die beste Investition. Das reimt sich sogar. Müssen wir gerade aufschreiben. Weil jeder Schaden, jede Krankheit, die du nicht bekommst, hilft dir und dem Gesundheitssystem. Besorg dir ein Stehpult. Beweg dich, ist super so, nicht? Baff nicht in den Tagen ein ganzes Ziegepäckchen weg oder die ganze Weltmaschine durch. Betrink dich nicht von Donnerstag bis Sonntag, sondern vielleicht nur am Samstag. Allerdings, bitte Prävention im Mass. Ich finde, wir brauchen einen lockereren Umgang mit unserer Gesundheit.
Hey, wir sind da zum Leben. Und dass irgendwann mal etwas nicht mehr funktioniert in unserem Körper, das gehört doch dazu. Viele tun sich ja momentan gesundheitlich total durchoptimieren. Ich werde an einer Party einen Typ auf einen Gin Tonic einladen. Er steht an der Bar mit einem Avocado Himber Smoothie und sagt, weisst, ich will einfach gesund leben. Okay, aber mit welchem Ziel? Ich meine, auch wenn du mega gesund lebst, am Ende bist du doch einfach tot. Oder habe ich etwas falsch verstanden? Weisst, ich will einfach möglichst gesund sterben. Ja dann, toi, toi, toi. By the way, danke fürs Abonnieren von meinem Channel. Damit alle einfach erklärte Clips zu Abstimmungen sehen können, du kannst die Recherche und den Schnitt von so Abstimmungsvideos unterstützen. Via Tweet 078 227 55 22. Auch via E-Banking oder löst dir ein Abo auf patreon.com/michaelhelsner. Danke vielmals. Wie die Politik könnte unsere Gesundheitskosten senken? Schau dir noch meine anderen Videos an zum Thema. Du findest sie auf meinem YouTube-Channel. Was viel toller ist als Videos schauen? Komm ins Theater. Ich bin auf Tour mit meiner Comedy-Show. Alles wird gut.